Und wir kommen zurück. Staffel 8 geht weiter und das sieht echt voll, voll cool aus. Mach das nochmal ganz kurz so schön rot. Bam. Ich dachte, der Anfang ist ganz cool mit diesem Rotlicht. Ja. Hat was. Mit Rotlicht. Rotlichtmilieu. Guter Übergang übrigens. Rotlichtmilieu. Schlumpf und Schlumpfine machen gerade bum bum bum. Und es dauert noch genau, wenn ich das gewackelt weg habe, dann sehe ich das auf 1 Minute 18. Und dann kriegt Schlumpfine ihr erstes Baby. Ihr habt das ja mitbekommen in der letzten Folge, als ich mit dem Schiffchen noch unterwegs war, hat der Stone nämlich hier bum bum machen lassen von den Zweien. Ich habe auch keinen Helm. Okay, bum bum. Bum bum bum. Ach guck mal, die Stats an, die hat 30.000 Leben, 10.000 Stamina, 3.400 Gewicht und 500 Millidamage. Und 38.400 Food, yeah! War Schlumpfine von dir oder war der Schlumpf von mir? Schlumpfine war von mir. 231. Schlumpfine war von dir aber, ne? Ja, Schlumpfine war von mir. Und deine war High Level, ne? Aber von dir und von mir ist ja eigentlich so relativ. Ja, ich meine jetzt, wer wem gezähmt hat. Okay, eine Minute steht zwar da, es bleibt aber wieder hängen, die Zahl. Also, ich müsste jetzt gleich die Frage, von wo kommt der denn heraus? Der sitzt doch hier irgendwie so. Ih, der dreht ja die Augen nach hinten. Noch 9 Sekunden. Keine Ahnung, wo das hier hinkommt, das Tier. Ich gehe mal auf Tuchfühlung. Mann, schwänzel mich nicht an. Kumperschelle. Na? Gucken? 9 Sekunden steht immer noch da seit 9 Sekunden. Der kann nicht, weil du sitzt ja drauf. Der drückt den wieder rein. Da ist Zwillinge sogar. Zwillinge, ne? Ja, wie geil. 230 sogar, cool. Die brennen. Oh, die brennen. Dann genommen ist einer. Und das war. Die Sabertooths. Die scheiß Sabertooths. Nein, Ich hab's nur angenommen gehabt, es war schon in seinem Besitz. Ja gut, 230 war jetzt aber auch nicht so, muss man sagen. Schade, aber drum. Ja, schade drum. Bitte, hier liegt. Warte mal kurz, da muss ich ein Foto von machen. Das tut mir jetzt irgendwie voll leid. Ja, genau, mach du mal Licht. Du musst mal das Licht von hinten machen. Warte. Nee, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht ja aus, als ob das. Du musst von hinten kommen, von meiner Seite. Boah, es tut mir voll leid. Boah, die sind. Das tut mir irgendwie voll leid, ey. Boah. Na toll. Ging ja schnell. Na toll. Aber wir wollten ja Folgendes machen. Wir wollten euch nochmal was zeigen, was es noch so schönes von der Geier-Mod gibt. Gibt es das eigentlich schon länger, das Teil? S Plus. Gibt es das schon länger bei der S Plus? Weiß ich nicht. Ja? Den Tech Transmitter, der finde ich mich ganz cool. Für die Leute, die das nicht kennen. Hier kann man nämlich an dem Tech Transmitter, wenn das man hier. Das ist beispielsweise ein 240er Heavenly Megatherium auf der Karte. Ja, ich wollte mal ganz so zeigen, was es ist. Also, wenn ich mich hier dieses Dingsmenü, das Kreismenü aufrufe, da kann man nämlich hier in dem grünen Dino scannen. Gehen wir drauf. Und dann kann man nämlich alle Tiere scannen, die es auf der Karte gibt. Du hast gerade Megatherium gesucht? Ja, Heavenly Megatherium 240, Dex. Warte uns kurz, was Megatherium? Also Heavenly, ha. Ja, ja. Kannst einfach noch Mega suchen, da findet ihr den auch. Aber, ich wollte gerade sagen, wo kann man das nie eingeben, Da oben, Mega. Megatherium? Ah, Heavenly Megatherium, okay. 240er gibt es. Und wenn man dann hier draufklickt, dann kommt die Karte und dann sagt er genau in der Ecke, wo man hin muss. Super cool, ne? Also hätte mir das nicht mal vorher sagen können. Die scheiße ganze Sucherei hier. Sollen wir uns den schnappen? Nee. Okay. Ich hab doch gesagt, ich wollte ja unbedingt einen Tyler Kuleo, die wollten wir doch unbedingt haben. Dreadful. 160 auf der Karte. Nur ein. Wisst ihr noch, wie lange wir gesucht haben? Wie viel gibt es denn Tyler Kuleo? Gibt es noch viele eigentlich, aber nicht mal so wirklich starke. 160er und der wäre?
Im Schneegebiet? Vielleicht am Rand, denke ich mal, an dem Sektor. Mal ein GPS-Gerät. Der will, glaube ich, Nippels haben, glaube ich, oder? Ansonsten, ja. Wo sind die anderen Tüler? Wo wäre der? Ach, der ist noch unten auf der Insel. Beck? Der? Ach, die sind alle auf der einen Insel da unten? Alle auf der Insel. Alles Tylekoleo-Insel. Oh, der andere ist wieder da vorne in dem Eisgebiet. Wieder unten in der Insel. Schon wieder da oben das Eisgebiet. Die sind alle oben im Eisgebiet, wo wir niemals drin gesucht hätten. Einen in der Wüste? Ja, Wüste gibt es auch ganz viele. Das hat mir mal jemand gesagt beim Stream, aber das hatten wir irgendwie nicht so. Da gibt es. Okay. Aber in dem Eisgebiet, dass da welche rumhampeln? Die haben sie irgendwie mit dem Level 88. Ich muss mal gucken, wie viele 88er es hier gibt hier. Ja, 88 ist ja einer der Standardzahlenwerte. Naja, was machen wir? Sollen wir uns den Dreadful holen? Mit 160? Besser als nichts, es ist nur ein einziger auf der Karte, also. Machen wir. Die Frage ist, wie wollen wir hin? Sollen wir mit dem Megatherium rennen? Oder sollen wir mit dem Flugsaurier hin? Dann brauchen wir aber, mit dem Megatherium muss aber zum Anziehen haben, weil sonst erfrieren wir uns da den Kopfwärter weg. Ja, deswegen brauchen wir es zum Anziehen, weil dann kommen wir schneller weg. Ja, ich glaube, wir nehmen. Huch, warum ist denn der gefolgt? Ich glaube, dann machen wir es lieber so. Einer muss eh laufen, weil sonst kriegen wir den. Ja, nicht. Aber wenn wir einen Flugsaurier nicht haben, dann würde ich nämlich den Quetzal nehmen. Ah, auf dem Quetzal ist auch eine Kühlung drauf. Du meinst, geh mal in Lager. Ja. Sit down, please. Das ist schön. Okay, ich ziehe mir aber trotzdem, ich nehme mal ganz kurz Dingsbums-Rüstung mit. Haben wir, glaube ich, gerade nichts mehr da. Keine Schneerüstung? Ja. Immer neu herstellen. Ich muss mal in die Wuselkiste ein paar Wuselsachen reinschmeißen. Ich habe hier so ein paar Zähmpfeile habe ich, doch, 56 grüne. Ich habe die großen Zähmpfeile. Ich habe so eine geile Gabel hier. Und Dex einmal fette Ausrüstung mit hergestellt. Fette? Oder fettige? Fettige Fette. Das kommt davon, wenn du in der Dönerbude arbeitest. Ich arbeite nicht in der Dönerbude, ich habe eine direkt neben meiner Arbeitsstelle. Ich kann auch nur rausgehen, brauchst du mal meine Arbeiten, habe ich direkt eine Dönerbude neben mir. Hm, ich würde immer. Die liefern sogar eine Döner bei mir auf die Arbeit. Ich würde mich beim Arbeiten immer Fenster offen haben und dann immer. Was hast du für Handschuhe? Nicht angezogen hast? Ich? Doch, hier war das an. Okay. Handschuhe und Hose extra noch hergestellt. Ich konnte nicht so viel herstellen. Wir haben kein Eisen mehr. Schön ist es, jetzt schon warm rumzulaufen. Die tut mal tralala. So. Kötzer ist bei den Wölfen. Oh, da unten. Achso, stimmt, den haben wir da reingeparkt. Wo bist du jetzt? Hast du den da reingefahren oder ist ich der. Ich bin da reingefahren. Übrigens nochmal für die Leute, die ganz gerne immer bei den ganzen Streams dabei sind. Am Freitag werden wir höchstwahrscheinlich eine neue Mod testen. Oh. Ja, ich bin das gehungert. Was machst du denn da wieder auf für Schweinereien? Ich mach gar nichts auf. Nein. Würde ich Monster aufmachen. Hm, hab ich mir schon gedacht. Also was ähnliches wie die Battle Royale Mod, die wir schon vorher hatten, aber die Battle Royale Mod, die wir hatten, die hat ja die letzte Zeit sehr viele Probleme gemacht. Oder die andere, die
Hat ja speziellere Mod. Deswegen. Ja, die, wie andere funktioniert. Rollback. Ja. Nicht? Ja. Du hast gerade ein mega Rollback. Du bist aber, wenn du stehst, dann hast du kein Rollback. Flieg mir, flieg hier oben herum. Okay. Hier oben in der Luft, wo bist du? Unten. Im Häuschen. Ich muss mir was zu essen holen, weil ich hab Hunger. Okay. Brauchen wir vielleicht ein paar Bolas? Ach ja, ich wollte den Hunger, Elixier brauchen wir doch. Den hab ich, den hab ich, diesen grünen meinst du, ne? Wie diesen Summon. Ah ne, das ist der Erwachsene. Der Summoner, mach den mal, den wollten wir noch machen. Den ach so, uns. Scheiße, das war ja der ja. Der andere Boy. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, oder? Kann ich sehen. Level. Wo ist er? Wo ist er? Bei mir irgendwo. Hm? Wo denn? Hast du das Tier gefunden, was ich gespawnt habe? Hä? Eine Fellow-Saber-Tools. Ach, da oben auf der. Der ist da oben drauf gespawnt. Auch ein Quetzer. Ja, aber mit Level 120. Ja, können wir bald entsorgen. Aber gerade noch so einen Trank. Der denn nochmal. Ich lasse ihn jetzt da oben. Der mitnehmen. Achso, du brauchst noch ein paar Tränke. Ich habe eher XP Large. Hämisch. Da haben wir doch. Dann habe ich noch Stuffed Elixier. No more hunger and thirst. Das ist gut. So, so fehlt mir schon, dass hier schon der Hunger deswegen. Ich fliege übrigens schon mal los. Ja. Du weißt ja warum, ne? Lexo, hast du keinen Speedtrank mitgenommen? Ich komme nicht hoch. Ach, weil dieser blöde Sabertooth auf mir drauf ist. Der lässt mich nicht. Ich hänge ja total fest in dem. Warte. Wo denn? In dem Ding drin. Das will. Ja, Sekunde, dann müssen wir die Knarre nutzen. Das wird jetzt mal. Nicht die Knarre. Tschüss. Jetzt sollte es besser gehen. Weggeflogen. Weg mit dir. Oh Gott. Es regnet. 35, 62 müssen wir, Dex. Ich bin auf einen Baum gelandet. Ich bin auf. Ich bin unterwegs. Ich esse währenddessen Schokolade. Mmh. Boah, der ist auch schnell, ne? Der. Wie heißt er hier? Quetzer. Mhm. Ja, auch T3. Wenn ich mal T3 höre, dann denke ich mal an World of War. World. World of Tanks. So, jetzt habe ich es. World of Tanks. T3. Bei World of Warcraft war das ja auch, aber. Hättest du auf mir landen können? Hättest du mit mir fliegen können? Willst du kurz machen? War. Schon mitten in Schneegebiet. Ich auch? Ja. Bin schon auf der Suche nach ihnen. Ich sehe dich da oben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter rechts. Also wer war auf der Karte? Ja, mehr hier vorne hin, so. Bei den Wettbewerben so. So, hier, siehst du mich, Dex? Nee. Bei dem See da, der große See. Ah, doch, ich sehe dich. Einfach den Weg hier hoch.
Aber der war hier. Genau wo ich jetzt gerade hinfliege, da oben müsste er sein. Ja, wissen wir. Da ist er schon gefunden. 35, 62. Ja, hängt am Baum. Mir ist er gerade runtergefallen. Aber ob es der ist, das ist eine andere Sache. Vor meiner Nase ist der. Springt gerade zu mir und guckt mich jetzt gerade an. Das ist der. Der ist auch ziemlich rot. Ach da, der da. Ich sehe alles. Ich sehe den Juti da. Ich sehe den anderen Türkoleo. Ich habe leider kein Fernrohr dabei. Mal wieder nicht. Ja, ich habe was dabei. Aber Schokolade habe ich. Hab ich das schon mal erwähnt? Hm, hast du mich abgeschossen? Ja. Wie ist das denn? 160. Fettvoll-Türkoleo. Cool, hab ich ja sofort gefunden. Auf Anhieb. Nicht schlecht. Oh, guter Schuss, genau in die Nase. Der hat nicht gezählt. Wirklich, der Schuss in die Nase hat nicht gezählt. Mach mal Licht ganz kurz. Ja. Du musst mal ganz kurz hinter mir stehen, genau hinter mir. Das ist gut, der mit den Pfeilen, in der Nase. Nein, aber nein, der Pfeil ist weg, aber ist egal. Der hat aber noch einen im Hintern. Der hat gezählt im Hintern, der in der Nase nicht. Womit hast du denn, frech. Womit hast du denn da bitte geschossen, ey? Mit dem Bogen hier. Oh, ist ja cool aus. Ist der von Akku mal? Der Guardian, nein, der sieht so aus, das ist Standardaufgabe. Okay. Jetzt habe ich einen richtigen. Das ist noch ein Tyrannus. Direkt, Tyrannokoleo. Ja, normaler. Mhm. Oh, die kommt gleich runter. Hier hoch. Ach, hab ich Fackel an. Ich muss nur schauen, warum ich keinen Schuss hochmachen kann. Und wir haben uns echt einen Wolf gesucht letztes Mal. Und keiner hat diesen Transmitter genutzt. Und dabei sind die in dem Wüsten, in einem Schneegebiet. Weine, wa? Haben wir den Transmitter denn nie genutzt? Fick damit. Oh, ich bin glaube ich geschlagen, oder? Nee, was? Nein, mich. Der Hex. Was die auf die Rede so. Boah, als ich gerade zugeschlagen habe, kam das Gewitter. Übrigens, hast du das gesehen mit dem. Beim Twitch-Stream, Horror-Stream mit dem Blitzeinschlag? Ne, genau die Szene habe ich nicht gewonnen. Guckst du. Doch, musst du einfach. Heißt Blitzschlag. Heißt das so? Muss mal gucken. Da siehst du bei mir, ich. Genau in dem Moment, wo wir hier gerade waren. Wo wir gerade. Wo ich gerade gespielt habe, ist bei mir irgendwie hier so ein mega. Mega Gewitter ausgebrochen. Und dann ist der Blitz bei mir eingeschlagen. Du siehst den Blitz. Weil du hörst die Steckdose, die bei mir. Macht. Und du siehst diesen Blitz aufleuchten im Stream. Ich gucke nur so blöd in die Kamera. Wegen dem Schock, weil. Ja, du weißt ja selber, wenn ich hier starke Gewitter habe, muss ich den Rechner ausmachen meistens immer. Alter, Moment, du musst dir mal die Szene jetzt mal angucken. Ja, mach ich ja. Ich versuche gerade das Rudelwine zu treffen. Ja, komm. 2037 Damage. Hat überlebt. Hat's recht geschafft. Noch einmal essen. Dann steht er da und brüllt. Da ist das Gewitter, Dex. Wir haben ein Original, keine Kopie gefälscht gefunden. So. Es war 23er geworden. Ja, geht doch. Da, guck mal, wie die Sonne, wie die Wolken aufgehen, Leute. Ich finde das immer so schön bei ARK. Haben sie echt gut gemacht. Das haben die echt richtig gut gemacht, Leute.
sagst du dazu? Was sagst du dazu? Sag das dazu. Jetzt das Ding. Hast du gesehen, den kleinen Schnipsel? Hast du nicht gefunden? Nee, ich muss gerade noch was anderes machen wegen meinem Handyvertrag. Ich will den kündigen, deswegen. Kostet mich 30 Euro für 1,5 GB pro... für Internet. Das ist doch ein bisschen teuer. Wenn ich so die Preise bei euch höre, ist ja Luxus hier. 9 also, Euro für... wie viel war das, 6? Ihr seid ja kein... ihr seid ja kein Handyland. Bei euch 9 Euro für 30 GB oder was? Ich hab mit 9 Euro für 30 GB. Und weil ich 30 GB letztes Mal aktiviert habe, in einer bestimmten Zeit, habe ich nochmal 30 GB dazu bekommen. Guck mal, bezahlt, glaub ich, für jeden Vertrag 50 für 10 GB. 50 für 10. Du bezahlst 9 für 30. Das Deutsche ist kein Handyland. Deutschland ist echt. Mit sowas echt noch. Das ist Wucher einfach nur. Nichts weiter. Und alles immer über Handyverträge. Wer hat jetzt schon heutzutage Handyverträge? Aber es ist in Deutschland eben so. Die nutzen hier keine Handyverträge. Ist alles prepaid. Ja, aber hier hast du kaum prepaid. Das ist die Sache. Ja, ja, aber. Wäre ja eigentlich total easy. Ja, wir können eigentlich wieder fahren. Fliegen. Ja. Tschüss. Das Original. Daumen hoch, tschüss! Sex? Ja, ich hab gerade ein Foto gemacht. Achso, ich hatte schon Angst, Sex, Server, ich, du, wer? Dein Handyvertrag ist abgestürzt. Pentakill. Was hab ich genau die Woche für dich, Dex? Überall grüne Tiere. Ja, aber will man wirklich immer nur grüne Tiere haben? Wo? Oh, bestimmt. Ich finde das, ich fand das damals schade. Auch die ganzen Farbenmods fand ich immer blöd. Weil ich fand das ja, immer... überleg, es ist ja maximal Prozentteil ist ja grün. Ja, aber naja, du siehst ja, wie viele Tiere es hier wirklich grün sind. Ganz viele. Ja, geht eigentlich noch. Ich fand das immer schön. Einfach mal Standard-Arc, Standardfarben, alles Standard. Und dann siehst du plötzlich irgendwie so einen grünen... keine Ahnung was... ein T-Rex oder sowas. Da war das Ganze was ganz, ganz Besonderes. Übrigens. Besonders ist ein Albino-T-Rex. Ja, das war auch schön. Übrigens, Eule, Dantex, wir wollten doch mal hier mal so ein paar Fights machen mit eurer tollen. Das dauert noch was, bis es aufgebaut hat. Gebaut ist. Hier an dieser tollen Arena, die sie gebaut haben, die finde ich ja sowas von geil. Das Dach ist echt abgefahren, ne? Ja, ist nett gemacht. Ja. Die Treppen hier viel cooler. Du meinst diese Ränge? Nee, hoch, runter, hoch, runter. Hat er auch, hab ich ihm auch gesagt. Fand ich ganz toll, dass du es nicht nur gerade gemacht hast, sondern dieses hoch und runter, ja. Hat er echt toll gemacht. Aber ich bin halt kein Fan dieser Sechseckteile. Mag nicht. Backen wir zu sehr rum. Jetzt müssen wir noch einen Sattel für den haben. Ja. Und dann haben wir ein. Wie heißt das hier? Dreadful. Da war ein Lava. Ja, hier wurde gerade angegriffen von Fledermaus. Mal gucken. Wer hat er denn? 33. Laraba. Ist sie da? Ja. Wo denn? Direkt hier beim Giga. Der Mini rockt weg. Hilfe, schreit sie! Hilfe! Bin doch schon dabei! Das ist Hilfe gerade, das fand ich voll gut. Hilfe! Oh! Der Dreadful ist runtergesprungen vor Wut, guck mal. Toll, wie kriege ich den jetzt wieder aufgefahren? Da muss ich mal runterlaufen. Krall doch einfach in die Krallen. Stimmt auch. Hab ich gar nicht dran gedacht, ey, dass man den tragen kann, den großen hier. Bitte. Wir haben uns gerade den ersten und den einzigen Tylokoleo Dreadful auf der Karte geschnappt.
Ja, der war 100, was war 160 war der, ne? 60, ja. 160. Laut Transmitter war nur einer auf der Karte. Den haben wir uns geholt. Nicht schlecht, ich hab noch keinen. Jetzt ist wieder eine Response 240. Jetzt? Ja, achso, du hast noch nicht nein, geguckt. also, nein, nein. Guck ich jetzt aber. Vor allem mit diesem Ding hier rumzufliegen, ja, dieses. Sieht so ein bisschen aus keiner wie, da. sieht so aus wie so eine Drohne, ne? Das Gerüst, was du hier gebaut hast. Sollen wir noch irgendein Tier suchen? Ich weiß nicht, also der Dreadful, das war ja wirklich, gerade auch den Lara, die Lara gehört, die hat auch noch keinen gefunden und keinen gezähmt. Also das ist schon was ganz Besonderes, denke ich mal, ne? Weil Ja. ein einziger auf der Karte. Stolen, den haben wir. Mein Gott, wenn ich in unser Gebiet komme und diese 70.000, wie heißen sie hier nochmal? Griffins sehe. Ich könnte, die Hälfte müssen wir davon erschießen, ne? Ja. Ich warte halt auf Akku, dass sie sich mal wieder dürfen kümmert. Wie ich sie haben will, noch und welche weg kann. Du fragst Akuma. Du willst Die echt macht das fragen? auch. Ja, die macht das auch. Es sind so viele gerade, auch Guardians sind gerade ganz viel unterwegs. Oh, ich wollte gerade sagen, hier wird doch gekämpft. Und unsere Karte ist ein Friendly Dodo Rex Level 232. Hier ein Pego Mastax, der Horus wurde gerade angegriffen von dem Pego Mastax. Die ganze Zeit. Ja, wir hatten nichts getan dagegen. Udex, willst du wieder einen Draxonic Sabertooth haben? Nein. Die mit giftig grün? Nee, wir haben noch einen. Einen hohen, der Level 240. Womit wir auch eine Tour machen können, nachdem wir die Tour mit dem Megatheriums jetzt mal machen. Ja, entweder ich würde gerne mit den Megatherien mal Richtung Sumpf. Ja. Du weißt warum. Gar Ich nicht. tue mir hier mal das. Ach komm, ich tue ich mal in den Megatherium rein. So, Schlumpf von meiner, komm mal hier, Schlumpf. Wir sind Best Friends. Und machen ein paar Healpots mit. Wer weiß, auf was wir stoßen. Nee. Haben wir welche? Bestimmt, wenn dann nicht, dann können wir schnell eine herstellen. Wäre nicht teuer. XP Potions habe ich. Ja, die auch, die können wir dann leveln Die kann ich dir unterwegs zu geben. Das ist sogar, der hat der Korn mir gegeben. Ich habe 7 Large sogar. Aber die gebe ich mir uns. lieber selber. Mach Weil ich das. muss ja auch mal irgendwann mal erwachsen werden. Ich würde welche Schlumpfine reinlegen. Wir haben sogar 300% Heal Potions da und 350% Heal Na Potions. cool, dann schmeißen wir mal welche in den 22. Schlumpf rein. Ich stelle noch einen Max her. Übrigens nochmal, Leute, als kleine Information Cooperation in the Nation. Wir spielen ja am Freitag oder am Sonntag. Ja, sonntags eher vielleicht seltener, aber freitags ist der Stream immer mit euch. Also ihr könnt alle mitspielen. Ne? Wir spielen ja, in den letzten Wochen haben wir immer dieses Battle Royale wieder gespielt. Das heißt, so gesehen, öffentlicher Server, mein Server, öffentlich für euch, rein, ballern, kämpfen gegen uns. Wenn das nicht klappt, dann spielen wir Primal Carnage. Wenn das nicht klappt, dann spielen wir letzte Zeit Scrum. Nicht Scam, sondern Scrum mit einem R dazwischen. Das sind so kleine Nüsschen, also man spielt so eine Erdnuss. Papelöschen. Erdnuss ich kann nicht Fortnite sagen. Eben so, ja, keine Ahnung, Battle Royale. Battle Royale, ja, nicht mal Battle Royale, einfach so ein Battle-Spiel, so ein Deathmatch-Spiel mit so Nüssen, die dann über Waffen aufsammeln können und sich dann gegenseitig die Nüsse weg. Die anderen Leuten auf die Nüsse zu gehen. Genau. Das sind so Spiele und die Spiele meistens kosten gar nichts, sind umsonst und alle können da mitspielen. Und wird in letzter Zeit ziemlich voll immer. Verteil mal so. Schmeiß Large einfach. XP Potion. Health Potion, Health Potion, Health Potion. Stand up. Würde auch für dich. Health, Health, XP. Du hast jetzt eine ganz viel XP Potion, Health Potion. Eine, die ist instant Vollgeld, einer, der dauert ein bisschen für 100, einer für 50. Ich hab den XP Potions gerade gegeben. Ich hab dir doch die schon gegeben für drei Stück. Ich hab nur ein paar gefunden, deswegen. Okay. Dann,
Ja. Lassen Sie uns marschieren. Ziel war Sumpf, ne? Und Sumpf war? Die Richtung. Warten wir uns kurz. Sollen wir mal stehen? Ja. Blablabla. So, Leute, ihr wisst ja schon, was wir jetzt in der nächsten Folge machen. Mit Dick und Doof, Schlumpf und Schlumpfine. Werden wir jetzt in der nächsten Folge mal in den Sumpf reindüdeln. Und deswegen sagen wir mal, in dieser Folge machen wir jetzt mal Schluss. Wir sind ja schon bei 30 Minuten angekommen. Die vorletzte Folge war was weniger. Die letzte Folge war wieder 30 Minuten. Und jetzt wird es wieder 30 Minuten. Also ein bisschen länger. So wie es das ist. Yeah. 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 Hip-Hop. 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 Boom, boom. Criss-Cross. Criss-Cross. Yeah, ich bring's nach hinten. Also, ne, ich habe ja auch in der letzten Folge nochmal erwähnt, kommt, wenn ihr mal Lust habt, auf Twitch vorbei, wenn ich das streame, da geht's immer richtig toll ab. Oder wenn ihr selber mal einen Server haben möchtet, guckt mal in die Videobeschreibung, da gibt's nämlich einen Link zu G-Portal, die uns hier gerade sponsoren, ne, wo der Server drüber läuft. Da gibt's nämlich direkt 5% auf euren ersten Server. Dann sage ich mal, Criss-Cross. Daumen. Hip-Hop. Tschüss. Hip-Hop. Hip-Hop. Yeah, yeah, Hip-Hop. Mm.